versuch's mal. Bevor da Autos kommen, fahre ich da mal auf den Parkplatz drauf. Ja, das scheint ja ganz gut zu klappen. Nicht so weit rüber. Was titschen wir hier den Parkenden an? Also die Strecke ist quasi dauergesperrt, obwohl das hier in den, ja, ich sag mal, Verkehrsmeldungen nicht drinsteht. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 und wir sind hier in Moldau angekommen. Wie heißt der Ort eigentlich hier? Ich gucke jetzt mal mutigerweise auf die Map. Ach ja, Belz, genau. Jesse waren wir durch, hier sind wir lang gefahren. Hier, Neumarkt am sowieso, das ist ja alles Rumänien. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir erstmal die Karre in die Werkstatt, wenn wir jetzt hier nicht aus dem Programm abgestürzt werden hier. Und dann suchen wir uns was Neues. Erstmal in die Werkstatt fahren. Na klar, so, Karre an. Ja. Okay. Haben wir sauber abgeliefert. Wo ist denn die Werkstatt? Da brauchen wir nicht einmal irgendwie den Navi benutzen. Da können wir einfach mal so hinfahren. Links und dann rechts. Und dann sind wir schon da. Wie spät ist das jetzt? 6.40 Uhr morgens. Lass uns doch mal eben gucken. Was habt ihr denn hier so für Aufträge? Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal eben reingucken, ne? Was gibt's denn hier? Oh, 4 Stück habt ihr. Nach Finnland. Wow. Halleluja. 2000 Kilometer. Wir fahren durch Polen die meiste Zeit hier. Das ist nicht unbedingt das Schönste. Dann haben wir noch mal einmal nach Deutschland. Nach Werlte. Fast nach Holland. Oh, wäre auch mal ganz okay. Dann LV. Das ist auch wieder in die Richtung. Und oh, nee, nicht wieder zurückfahren. Muss nicht unbedingt sein, den gleichen Weg. Obwohl das eine schöne Strecke wäre. Der am Tag mal zu sehen, hier so die Strecke. Aber hier, das kennen wir doch, ne? Glaube ich. Ist das nicht das, wo wir gefahren sind? Oder sind wir hier lang gefahren? Wir sind hier lang gefahren. Könnte, ist kurz, ne? Ach ja, mal gucken. Ich fahre jetzt erstmal zur Werkstatt hier. Weil das ist nötig, wenn man mal guckt. Da 6% die Reifen vorne. Da ist einiges. Oder 6% zu Reparaski. So, wie kommen wir da jetzt rein da vorne? Ne? Ich muss doch mal drücken hier, der hat sich verdreht, der Knopf. So. Jetzt so, ne, wir machen erst um 8 Uhr auf. Ne, ne, ist aber nicht. So. $2000. Wo ist denn was kaputt? 6% nur die Reifen, ja. Abgefahren. Das ist ja total abgefahren. Alles klar. Dann können wir auch direkt hier stehen bleiben. Haben wir hier eigentlich einen Parkplatz? Das sieht so aus. Ne, gucken wir mal, ob wir da auf dem Parkplatz können. Denn wenn wir nämlich nichts finden, was uns gefällt, dann kann man nämlich den Trick anwenden und sagen, okay, wir schlafen mal. Allerdings würde ich dann gleich durchschlafen bis zum nächsten Tag. Ich werde nicht abends losfahren. Das tue ich euch nicht an und mir auch nicht. Sollen wir mal gucken, ob der jetzt drauf anspringt. Na? Jawohl. Siehst du, müssen wir nicht in Anspruch nehmen, können wir aber. So, ich sag mal die Bremse rein. Jetzt wollen wir mal in Ruhe gucken. Hier machen wir den Laptop auf. Habe ich hier eigentlich einen liegen? Nee, hatte ich auch mal einen Laptop da liegen gehabt. Nur eine Kerze, eine Weihnachtskerze, Mineralwasser, Home Sweet Home, das ist was Besonderes übrigens. Das ist so ein Gadget, das kriegt man nur, wenn man da bei so einem Event mitgemacht hat. Naja gut, schauen wir mal. Also, Auftragsangebot, Aufträge. Wir sind ja hier in Belz. Man kann natürlich auch seine eigenen Trailer nehmen und was nicht alles, aber pff, dann ist man wieder eingeschränkt. Dann muss man die immer wechseln. Dann ist mir zu viel Gefriemel. Ich gucke einfach mal ganz blöd, was es hier so gibt.
Ja, Finnland, das hatten wir gerade, ne? Kuza, Estland, Werdle, ja, hatten wir auch. Irak, nö, nö, da waren wir, da waren wir. Das hatten wir, was ist das denn? Elbassen nach Albanien, das ist ja auch wieder ähnlich, wie wir das vorhin hatten. Nochmal wieder Litauen, Bromberg, Polen, Slowenien. Nach Griechenland, nee, Istanbul, ja. Rumänien. Hier so was ganz Kurzes kann man ja auch mal machen, ne? Das sind nur 292 Kilometer. Ja, anstatt dass wir jetzt sagen, wir gucken mal, dass wir hier weiter schlafen bis zum nächsten Tag, ne? Kann man durchaus eine kurze nehmen. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt mal so ein kleines Experiment. Ich speichere jetzt hier an der Stelle erstmal ab. Dann merken wir uns auf den Speicherstand. Wir speichern auf die 6. So. Speichern. Joa. Und dann gucke ich mal, wie weit kann ich durchschlafen? 24 Stunden. Also Karre aus. So. Schlafen. Nochmal schlafen. Ich glaube, dreimal kann ich, ne? Und nochmal schlafen. Ja? Jetzt ist nächster Tag 9:45. Das wäre ja okay. Wetter ist schön. Jetzt gucken wir mal, was es hier gibt. Wenn es das nicht gefällt, kann ich ja wieder zurück. Dann können wir diese kurze Strecke zum Beispiel nehmen. Was haben wir denn jetzt an Aufträgen? Ah, ja, ja. Ach, guck mal hier. Jetzt haben wir was nach Spanien. Oh, das ist aber weit nach Spanien. Das könnte mir vielleicht gefallen. Und dann so ein Riesending. Dann haben wir noch Salz und Gewürze nach Rennes. Frankreich. Italien. Auch Italien. Calais. Aha. Gävle, kennen wir. Landsberg, Polen. Was ist das denn? Ach, herrje. Tripolis, Damaskus, Syrien. Ja, da war eigentlich das doch ganz okay, aber boah, so ein Apparat, ey. Was haben wir hier? Schwergewicht, ne? Schwergut. Was ist das? Wichtige Lieferung, aha. Das Geld hier interessiert mich zweitrangig. Wir verdienen ja das meiste Geld nur dadurch, dass wir überhaupt unterwegs sind und die Mitarbeiter arbeiten. Da würden wir also hier lang fahren. Ein Stück durch die Ukraine sogar. Guck mal. Ne? Und dann hier Ungarn. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so besonders. Das ist so eine Strecke, die wir kennen. Dann hier lang. Das ist dann so Alpengebiet. Und dann hier schön an der Côte d'Azur lang. Oh ja, die nehmen wir. 3567 Kilometer Küss. Aui, jaui. Lass mal eben gucken. Warte mal. Läuft ab in 10 Stunden. Okay, so, als Navi 1, jetzt kriegen wir das hier. Das, was soll ich denn hier? Standard, gut, schwer gut, Steigerung. Ja, wir sind doch gut. Wir sind doch eigentlich gut eingesetzt. Das kriegen wir schon. Da müssen wir nichts aufwerten. Das ist doch alles in Ordnung. Guck mal hier, wir haben 730 PS. Das sagt mir alles nicht so viel hier. Da bin ich jetzt nicht wirklich Expertin drin, aber macht ja nichts. So, Karre an. Und dann fahren wir mal dahin. Wie weit ist denn das? Ja, ich habe die Bremse noch drin. Ich fahre mal hier so einen kleinen Bogen, dass wir hier ordentlich rauskommen. So. Jawohl. Wie weit ist das? 1 Kilometer. Guck, ist ganz in der Nähe. So. Und das ist ein Wettersche. Oh, was eine kleine Nuckelpinne. Ich liebe diese kleinen Busse, ne? Hatte ich auch mal so was in der Art. Naja, jetzt ist natürlich mehr los hier als in der Nacht. Kommen wir noch rum vor dem LKW? Aber sicher. Komm, wir sind flott. Haha. So, hier ist die Tanke. Tanken müssen wir nix. Dann fahren wir jetzt hier rein. Schnell, 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 schnell.
Ist ein ganz anderes Fahren, wenn man da... Na, wir sind zu früh reingefahren. Hast du gut gemacht. Was willst du denn hier? Das ist eine Schreinerei. Oder sowas. Also wirklich, manchmal... Da hinten kommt einer. Hält er an, wenn ich jetzt auf die Straße fahre, oder fährt er uns in die Karre? Der hält an. Herzlichen Dank dafür, auch wenn ich das erzwungen habe. So, hier müssen wir rein. Fahren wir nach Spanien. Spananien. Schön an der Küste lang, Barcelona, die Gegend und so. Oh ja, das wird bestimmt lustig. Ah, und dann so ein Schwertransportgedönse. Hier, den war. Was gibt es denn noch? Caligari und Damaskus. Ja, wir wollen den hier fahren. 3600 Kilometer. Davon ist nichts Fähre. Wir müssen die ganzen 3600 Kilometer abrackern. Finde ich gut. Ja, ich fahre nochmal fort. So, wo steht die Kiste denn? Da irgendwo, ne? Ah ja, alles klar. Das ist ein ziemlicher Kalabräser, ne? Alter Fall, das habe ich gar nicht geguckt. Wie schwer ist der denn jetzt eigentlich genau? Guck mal. Umdrehen, dass wir von der anderen Seite rankommen. So. Dass wir den hier so rausziehen, dass wir da nicht gleich schon an diese komischen Betonplatten da antitschen. Jupp. So. Zack. Haben wir ihn aufgesattelt? Japp. 3568 Kilometer. Es geht los. Was ein dickes. Und dann nicht das Ding, er kratzt ja fast auf der Straße. Warte mal. Siehst du? Siehst du? Jetzt haben wir mit dem Hintern nämlich. Da schon was angeditscht. Na, das kann ja lustig werden. Ja, gegen den Pfeiler sind wir gefahren. Haben wir schon Schaden verursacht? Ich bring das ja fertig, ne? Na, noch nix. Kein Ladegutschaden und auch kein Schaden am Trailer. Zumindest nicht, was über 1% geht. Na toll, und das Ding so flach. Und damit dann durch enge Serpentinen und durch die Berge, durch die Alpen? Ernsthaft? Na, das soll ja, das kann ja alter werden. Ey, was ist das Ding so flach? Guck mal. Da kratzt ja über den Boden. Ja, nee, da habe ich mir was angetan. Ich fürchte, das gibt noch richtig, richtig viel Spaß. Naja. I will do my very best. And that is not much. Warum sprichst du eigentlich so ein bescheuertes Englisch? Weil ich's nicht kann. So, toll. Jetzt bleibst du auch noch stehen und ich muss dann dazwischen durchwursteln, ne? Naja, irgendjemand hat mal geschrieben, ich soll mehr Abstand zu der KI halten. Ha, 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 sehr witzig. Geht doch nicht. So, ich fahre mal hier ganz weit raus, außen rum. Dass wir da hier den Jericho nicht antitschen. So, das ist wunderbar. Ich mache mir da jetzt gar nicht mal so einen großen Kopf drum, ob wir da so ein für am Boden scheuerndes Ding hinten dran haben. Ich fahre einfach. Wie schwer ist das jetzt? Das gucken wir aber endlich mal. 28 Tonnen, das hatten wir gerade fast auch schon. Leergerüst ist das? Naja, nicht wirklich, oder? Ich würde mal sagen, es ist irgendwie so ein Betonbauteil. So, jetzt können wir den auch wieder umstellen hier. So. Und jetzt sehen wir das Ganze mal bei Tageslicht. Ist das herrlich? Kriegen wir bestimmt noch schön was zu gucken. Sie dürfen wir hier. Ja, ich fahre Vollgas. Mehr kommt im Moment nicht raus. Wir haben auch eine Steigung hier. Ach ja. Oh, die nächsten Folgen für die Strecke
Côte d'Azur, Italien, Frankreich, Spanien. Das wird bestimmt schön. Ich freue mich richtig drauf. So, mit dem Affenzahn in den Kreisverkehr, scheißegal, 28 Tonnen, als wenn uns das groß jucken würde. Da ist die Tanke, die wir uns gemerkt hatten gerade. So. Dann geht's in die Ukraine rein. Das wird ja auch interessant, ne? Eigentlich ja nicht, weil die werden da den Krieg mäßig in keinster Weise reingespielt haben. Zumal das, glaube ich, auch vorher entstanden ist, der Map-Bereich da. Aber allein das Wissen, ne? Aber ich glaube, so weit im westlichen Teil der Ukraine spielt sich da kriegmäßig ja nicht viel ab, ne? Mann, der geht auch schon so lange da, der Krieg jetzt. Scheiße, ist das echt kacke alles. Leid tragen immer die Bevölkerung. Ja. So, 70. Wollen wir mal einloggen hier die 70 und dann können wir den schön von selber fahren lassen. Ist das schön? Guckt euch das Wetterchen an. Kaiserwetter. Und was sind das hier links? Sind das Olivenbäume? Nee, oder? Das war eine Oh, da steht ein Trecker in einem Laubfroschgrün, wie ich es auch bei mir hatte jetzt eigentlich vor kurzem eingekauft im Landwirtschaftssimulator. So, jetzt kommen wir hier in eine Ortschaft. Das ist wahrscheinlich... Oh, boah! Boah! Mit so einem Affenzahn, dann bergab und Kurve. Das ist schon... Ey, guck mal da, der Zossen. Leute, sowas liebe ich ja, ne? Guck mal. Ich find's fantastisch. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich bin hier am Gucken. Da habt ihr gefälligst zu warten. Da kommt noch so einer. Jetzt muss ich aussteigen. Es tut mir leid. Das finde ich einfach nur Bombe. Guck mal. Und dann diese Autokarosse da drauf, das ist einfach nur göttlich. Gibt's sowas hier? Kann man sowas wirklich mal sehen? Ist ein bisschen zittrig. Ich kann das unheimlich schwer mit der Maus das Bild gerade halten, wenn ich in der Bewegung bin. Ne, hier so, das ist... Puh. Ich guck mal hier, alles noch gut gesichert. Und du hältst dich jetzt mal zurück, ja? Mit deinem Rumgehupe hier. Ach, 80? Schnell darf ich gar nicht. Komm, hier hast du mal ein Zuckerchen. Komm, hier hast du ein Zuckerchen. So, klopfen. Und der ist da eingebogen. Also, Bombe. Also, das finde ich richtig, richtig klasse. So eine Gadgets hier. Und ich denke mal, dass das hier so ist, dass man sowas hier durchaus alltäglich mal sieht. Kann ja sein, ne? Bombe. So, jetzt machen wir erstmal wieder den Tempomat rein. Dann beschleunigt der nämlich selbst dahin. Und dann können wir ein bisschen draußen gucken. Ich genieße das jetzt auch total, dass wir jetzt so schönes Sonnenlicht haben. Dieses Nachtgefahre fand ich oll. Was ist das hier links? Weizen und dann kommt Raps. Ja. Rechts auch wieder so ein Acker. Schön, schön. Ah ja. Sind jetzt nur noch 3.505 Kilometer. Wir haben Dienstag. Wann müssen wir denn da sein? Samstag. Den ganzen Dienstag noch, den Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. So knappe 5 Tage. Sollte schaffbar sein, ne? Sollte schaffbar sein. Da wieder ein Anhänger. Das ist, glaube ich, typische Jessica hier mit dem Anhänger, so mit irgendwas drauf. Naja.
Das ist typisch. Gibt es viele von. Ich habe ja da so ein paar Mods gemacht, um eben die Vielfalt der KI-Fahrzeuge noch zu erweitern. Als für die Standard, also da gibt es zum Beispiel, dass dann in den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Polizeiwagen sind und dann auch hier so Pritschenwagen, die mit anderer Ladung sind und verschiedene Firmen. Das hat Ganze noch im Spektrum größer. Im Original gibt es auch, glaube ich, keine Motorradfahrer, ne, gar keine. Und Jessica hat auch Mopedfahrer mit reingebracht. Ist schon toll. Also noch mehr Vielfalt muss man nicht haben. Das belastet ja letztendlich irgendwann auch die Performance, ist klar. Und bläst das Programm auf, auch von der Speicherplatzbelegung und alles. Aber so ist das doch schon, dass einem das nicht auffällt, dass sich da immer wieder was wiederholt, ne? Ja. Ah, jetzt hat es geruckelt. So, jetzt fahren wir. Hier können wir jetzt weiter. Jetzt kommt die Tanke. Ja. Jetzt habe ich wieder. Ich muss jetzt zur Maus greifen und gucken, soweit ich das sehe. Oder da eben in die Außenspiegel. Und prompt kommen die Bullen. Die habe ich gar nicht gesehen. Trotzdem nicht. Oder ich müsste in Außensicht gucken, das mache ich ja dann auch schon mal. In der Realität könnte ich ja meinen Kopf bewegen, ich könnte mich nach vorne beugen, um da besser gucken zu können. Das geht so nicht. Ne? Man kann das natürlich noch ein bisschen weiter an den Realismus anlehnen, indem man zum Beispiel so ein VR-Set benutzt. Es gibt ja diese Virtual Reality-Brillen, diese VR-Brillen, die setzt man sich auf, dann braucht man auch keinen Monitor mehr. Und dann ändert das Bild so, wie sobald ich meinen Kopf bewege. Wenn ich dann meinen Kopf tatsächlich nach rechts bewege, dann gucke ich auch nach rechts aus dem Fenster, zum Beispiel. Aber, ja, also früher wäre ich mit Sicherheit davon total begeistert. Heute bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil ich auch immer mal Schwierigkeiten habe mit Schwindelanfällen und mit Schwindel. Und deswegen, bevor ich mir sowas anschaffen würde, würde ich auf jeden Fall erstmal das wirklich ausgiebig ausprobieren können. Aber ich habe leider niemanden, den ich kenne, der so eine Brille hat und erreichbar ist, wo ich mal sagen kann, komm, lass mich doch mal dich besuchen und lass mich das mal ausprobieren. Also nicht nur 5 Minuten, sondern wirklich auch mal zum Beispiel am Eurotruck-Simulator mal ruhig eine Stunde oder anderthalb Stunden damit rumfahren. Wenn ich dann noch sage, das hat Spaß gemacht, das ist alles prima, das wird mir nicht zu schwer am Kopf und mir wird auch nicht schwindelig oder ich das mir irgendwie ich hätte da reingemusst. Da kann man aber auch reinfahren, obwohl ja eigentlich die von der anderen Seite von da kommt. Bin ich ein bisschen verwirrt. Dann fahren wir hier rein, das geht ja auch. Ich habe jetzt echt gedacht so, hä? Wo? So. Na, jetzt müsste ich zum Beispiel auch wieder erstmal hier gucken. Da stehen sie, Gott sei Dank. Sonst hätte es nämlich Chatbot. Und das würde mit der VR-Brille dann auch noch mal ein bisschen leichter werden, weil ich dann auch mit beiden Händen am Steuer quasi aus dem Fenster gucken könnte, was ich hier nicht kann. Weil ich immer zur Maus greifen muss. Oh! So, jetzt ist mir dann kurz nach dem Abbiegen hier abgestürzt. Und dann bin ich nochmal neu, habe hier die letzten paar Meter nochmal gefahren und ist ja genau an der gleichen Stelle wieder abgestürzt. Und jetzt will ich gucken, ob das wieder passiert. Und wenn das jetzt das dritte Mal passiert, dann ist da mit dieser Strecke irgendwas verkehrt. Dann müssen wir eine andere Strecke fahren oder... Ich hatte sowas aber auch schon mal gehabt und letztendlich hat sich aber herausgestellt, das lag... Ja, war auch vorhin ja noch Thema, ne? Jetzt. Hier war das. Zack! Genau an der Stelle ist es jetzt wieder abgestürzt. Jo, jetzt ist er abgestürzt und dann habe ich halt nochmal gestartet. Dann bin ich so, was weiß ich, 3 Kilometer zurück angefangen, bin an der gleichen Stelle wieder abgestürzt und habe dann hier den Speicherstand gemacht, habe den geladen, bin losgefahren, hier um die Ecke gebogen und an der gleichen Stelle wieder abgestürzt. Und jetzt ist eigentlich klar, das brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Ich habe jetzt die Stelle nochmal geladen hier und wir müssen einen anderen Weg finden. So, dazu müssen wir jetzt noch ein Risiko eingehen, müssen auf die Map gucken. So, also, wir zoomen mal hier rein. So, wenn wir jetzt hier abbiegen.
So, da ist das Ding tüchtig abgestürzt und gleich mehrmals und zwar immer an der gleichen Stelle. Ich habe mal die Gerätstreppe in meiner Hilflosigkeit rausgenommen, das ging auch nicht, dann wieder zurück, dann musste ich Schnellreise machen, dann war der Auftrag weg und ich sitze jetzt hier schon eine Stunde wieder. Ja, da ist eine Stelle. Wieso habe ich jetzt keinen Gang drin? Ah, jetzt. An der das immer abstürzt. Ich will es jetzt trotzdem einfach nochmal versuchen, weil einen anderen Weg zu finden, das wäre sehr umfangreich. Ich möchte aber gerne den Auftrag behalten. Das heißt also, ich würde, bevor ich da jetzt irgendwie ganz abschmieren, einen ganz neuen Auftrag auf und annehme, das nochmal versuchen. Also noch ungefähr da bei dem 50-Schild, da ist das bis jetzt jedes Mal abgestürzt. Vielleicht habe ich jetzt einfach Glück, das wäre jetzt der vierte oder fünfte Versuch. Es wird sicherlich nicht klappen. Ja, noch 2 Meter weiter, dann gestürzt hat ab. Hier ist irgendwas. Und wenn ich meine Außensicht versuche? Hier stürzt er ab. Wir sind ja kurz vor der dem Grenzübergang in die Ukraine. Oh, diesmal bin ich weitergekommen. So weit waren wir bis jetzt nicht. Ah, da ist es. Ja. Geht nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir sind. Wir sind jetzt auf der Strecke aber ein Stück zurück, denke ich mal. So, jetzt gucken wir mal auf die Map. Das ist auch wieder so ein Risiko, auf die Map gucken. Ah ja. So, ne? Also hier kurz vor der... Hier sind wir ja so komisch abgebogen. Hier ist der abgestürzt. Kurz vor der Grenze nach in die Ukraine. Wir können hier nicht vorbei. Es gibt auch keine andere Straße. Wir müssen jetzt also quasi zurück. Belz, hier durch Jesse. Und dann versuchen wir mal hier lang zu fahren. Vielleicht klappt das. Was anderes fällt mir da jetzt nicht ein. Müssen wir also jetzt erstmal umdrehen. Hier ist ja auch die Tanke. Umdrehen und hier zurückfahren. Naja, hoffentlich gelingt uns das mal so. Bin ja schon froh, dass er jetzt in der Map nicht abgestürzt ist. Ich guck mal eben außen. Ah, jetzt ist die Tanke. Da kann ich zurücksetzen. Ich versuch's mal. Bevor da Autos kommen, fahre ich da mal auf den Parkplatz drauf. Ja, das scheint ja ganz gut zu klappen. Nicht so weit rüber. Sonst titschen wir hier den Parkenden an. Also die Strecke ist quasi dauergesperrt, obwohl das hier in den, ja ich sag mal, Verkehrsmeldungen nicht drinsteht. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. So, jetzt ziehen wir den ganzen Stück weit rum. Ein Stück haben wir noch Platz. So, mehr haben wir aber nicht mehr. Ja, jetzt sind wir gleich gegen... Oh, jetzt habe ich mich so erschrocken. Das ist die Kirche da. Ich dachte, ich bin gegen den Zaun geditscht. Also, und jetzt umdrehen. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir uns das hier richtig zurecht machen. So. Ja, ja, der sagt natürlich jetzt, nee, dreh am Kreisverkehr wieder um. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den Weg jetzt gut zurückfinden. Heißt also gleich an dem Kreisverkehr die erste rechts wieder raus, ne? Richtung Belz müssen wir fahren, weil da ist gesperrt für uns. Ob da jetzt ein kleiner Hakel in der Map ist oder sonst was, ist schwer zu sagen. Ich habe das auch schon mal gehabt, dass der immer wieder an der gleichen Stelle abgestürzt war, vor längerer Zeit mal. Und da war das einfach so, dass da in dem Gebiet zu viele von den Jessicat Fahrzeugmods wohl waren. Da habe ich Jessicat rausgenommen und dann konnte ich da fahren. Das mache ich jetzt mal nicht. So, jetzt mal gucken. Ach, guck, jetzt hat er nach Belz, hat er jetzt schon wieder weiter. Dann können wir jetzt erstmal der Strecke folgen. Die zeigt uns ja jetzt Richtung Belz. Das ist schon mal gut. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen Gas geben, weil die Zeit läuft, ja. Das könnte sonst ein bisschen knapp werden. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ne? Ich habe jetzt bestimmt eine gute Stunde hier gefummelt, schätze ich mal. Und immer wieder laden, da habe ich dann mal diese Great Steppe rausgenommen. Dachte, vielleicht hängt das damit irgendwie zusammen, aber dann hat das Laden natürlich länger gedauert, weil er wieder alles neu berechnen musste. Ja, ich bin jetzt ein bisschen zu schnell, da bin ich jetzt aber in Kauf. Ja. Weil es geht uns ja auch zu viel Zeit verloren. Wann sind wir eigentlich losgefahren? So 9:30, 10 rum, so was, ne? Also so viel Zeit ist jetzt noch nicht weg.
Aber wir fahren schon einen ziemlichen Umweg. Ich hoffe, das klappt dann. Mann. Da werden wir auch mal gucken, dass wir noch ein bisschen Geschwindigkeitsübertretung machen, um verlorene Zeit da mit ein bisschen wieder rauszuholen. 90 bei 70, das ist schon... Aber hier macht das nicht so viel aus. Wenn man zu schnell ist, ist man zu schnell. Das ist nicht teurer, wenn man mehr zu schnell ist, oder doch? Ach, guck mal, da sind die Pferdewagen wieder. Das fand ich ja richtig toll, ne? So. Das ist ja dann so, jetzt haben wir 1 Uhr. Boah, was ist das knapp. Und wir sind so, glaube ich, um 9:30 oder was losgefahren. Kann das sein? 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 3,5 Stunden. Bis wir in Belzen sind bestimmt 4. Heißt also, wir starten 4 Stunden später. Die sind schon mal verloren. Und dann fahren wir auch noch eine andere Strecke, die weiter ist. Puh. Da müssen wir mal gucken, dann, wie wir denn da fahren. Ich möchte natürlich auch möglichst vermeiden, viel auf die große Weltkarte zu gucken, weil jetzt auch mal so ein Absturzrisiko ist. Naja. So. Wie? Ich bin nur so schnell. War das nicht die Polizei? Ich habe damit gerechnet, dass ich jetzt ein Knöllchen kriege. So, da ist jetzt der Kreisverkehr und da sagt er, da musst du umdrehen und wieder den gleichen Weg zurückfahren. Machen wir natürlich nicht, sondern wir fahren natürlich da rechts ab. So. Rimaf. Ah, jetzt nimmt er den anderen Weg. Guck mal. Jetzt sagt er wieder, dass wir irgendwo umdrehen sollen, oder? Ich kann das nicht sehen, weil ich vermisse jetzt da in der Anzeige unten links, dass die Straße markiert ist. Mal gucken, wo er uns lang schicken will. Er sagt 3600 Kilometer. Ja, das kommt ja hin. Wird noch mehr? 3604? 3? Ne, es wird schon weniger. Ja, bei so einer großen Map, also ich will mich da nicht beschweren, wenn das nicht häufiger vorkommt, kann mal sein. Ich werde mir die Stelle mal ein bisschen merken da und vielleicht werde ich da mal nochmal forschen und eventuell, müsste ich aber erstmal rausfinden, woran das liegt, mal eine Meldung machen im Forum. Aber wie gesagt, dazu würde ich erstmal ohne die Jessicat-Mods und alles da mal nochmal versuchen. Wenn das immer an der gleichen Stelle passiert, das dauert ja eine ganze Weile, weil manchmal dann nach solchen Störungen, sag ich mal, das Neuladen echt lange dauern kann. Da kann man sich den ganzen Tag mit beschäftigen, um dann wirklich relativ sicher sagen zu können, jo, da ist irgendwie an der Map irgendein Fehler. Aber ich denke mal, da fahren doch noch andere lang. Da wird doch wohl mal jemand gemeldet haben, oder? Oder auch nicht, weil die alle denken, ah, ist vielleicht mit meiner Einstellung irgendwas nicht. Muss ja nicht an der Map liegen. Ah. So, jetzt müssen wir da rechts ab. Ja, ach, wo schickt der mich denn lang? Ach, das ist nur eine, das ist gar keine Straße. Ich müsste jetzt echt mal auf die Map gucken, ob der uns nicht noch weiter schickt, als wir eigentlich wollen, ne? Kommen wir hier rum? Oh, da kommt einer an. Ja, geht aber. Sogar den Poller lassen wir stehen. Ist doch wunderbar. Haben wir jetzt 14 Uhr. 3578 Kilometer. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ach, jetzt kommen wir wieder die Grenze, fahren wir nur Rumänien rein. Ja, bis nach Jesse, habe ich gesagt, fahren wir, ne? Ich guck mal gleich auf die Karte. Ja, hier sind wir ja lang gekommen. Auf dem Hinweg. So, pass auf, ich mache jetzt mal Folgendes hier. Hier auf der, genau an der Stelle speichern wir das mal ab. So.
So, und dann gucke ich mal auf die Karte. Ach, der will jetzt. Hä? Wir waren doch so. Ach so, der nimmt eine ganz andere Strecke. Dann fahren wir jetzt gar nicht aber das ist die gleiche Strecke zurück, die wir gefahren sind. Das möchte ich nicht. Der hatte uns ja vorher hier lang geschickt, ne? Ich würde ja doch gerne hier lang fahren, dass wir die gleiche Strecke kriegen, wie wir ausgeguckt haben. Also hier sind wir abgestürzt. Das Stück werden wir dann nicht sehen. Dann würden wir ja hier ankommen. Das würde ich schon gerne machen. Das heißt also, wir müssen wann abbiegen? Durch Jesse fahren wir durch und dann kommt wieder Rimaf. Was ist das denn hier? Dass wir das merken, hier an der Stelle müssen wir dann rechts abbiegen. Da fahren wir lang. Abenteuerlich. Dann kommen wir nämlich hier auch in die Ukraine rein. Mal gucken, ob das dann geht. Haben wir eine Mission? Haben wir eine Challenge? Okay. Ja, das kann ich ja ganz gut erkennen da auf der Navi-Karte. Ach ja. Junge, 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 Junge. Ich wollte heute zwei Folgen aufnehmen. Die letzte habe ich aufgenommen und die jetzt, aber eventuell mache ich nachher noch eine dran. Weil ich das jetzt auch wissen will, ob das klappt. Und ist das alles so ungewiss, ne? Was haben wir jetzt? 14:05 Uhr. Na, mach auf, ey. Wenn irgendwie eine langweilige Strecke ist, können wir auch nochmal eine Nacht durchfahren, um die Zeit wieder reinzuholen. Aber ich denke mal, ich werde einfach mal ein paar Mal ein bisschen flotter fahren als erlaubt, dann passt das auch. Ist immer noch 30. Ach ja, wir sind ja im Zwischenraum, hier zwischen den Grenzen. Ja. So, mal aufpassen, ob wir die äußere nehmen. Da sind wir schon mal drauf reingehüpft. Mit diesem riesen Ding hier, mit so einem Karacho hier reinjagen. So. Nochmal Papiere zerfleddern. Los, lass mich weiterfahren. Ich hab doch keine Zeit, Mensch. Eng hier. Wir sind wieder in Rumänien. Hurra, hurra. Was liegt denn hier alle rum? Aber wir fahren bei Tageslicht, das ist prima. Aber wenn das jetzt dunkel wird, wenn wir jetzt in den Abend kommen, dann werde ich aber schlafen. Ich möchte mir die Gegend angucken. Ehrlich. Da würde ich eher mal sagen, wenn wir jetzt eine längere Autobahnstrecke so vor der Nase haben. So, wir müssen jetzt. Wir müssen ja. Vorsicht! Tatsächlich da ganz durch. Bleib bloß stehen, du! Hier lang. Irgendwie ist das Bild jetzt hier so ein bisschen ruckelig, zuppelig, ne? So, jetzt kommen wir da hinten bei Jesse rein. Wir fahren natürlich einen ordentlichen Umweg, aber ich möchte mir die Gegend angucken da. Die war eigentlich vorgesehen und die wollen wir jetzt auch sehen. So. Und wir wollen ein Stück durch die Ukraine fahren. Ich will das so. Mal gucken, wie das wird. In der Realität wäre ich dankbar, wenn ich nicht da durchfahren müsste, obwohl ich nicht glaube, dass da oben das Risiko jetzt so groß ist, dass man da Probleme kriegen würde. So. Da wird gehupt. Ja, ich fahre absichtlich ein bisschen schneller. So, da müssen wir geradeaus. Sind wir hier durchgefahren? Kann mich gar nicht mehr erinnern. So innenstadtmäßig war das hier. Ja klar, das haben wir ja nicht gesehen, weil du's da war, ne? Guck mal, was wir versäumt haben. Ja? Hat's da gecheppert? Hier auch fast. Ja, ich glaube, das hat hier geknallt. Ja, jetzt fährt er zurück. Fahr uns jetzt nicht in die Karre. Da der andere Typ. Ne, gut, ist gut gegangen. So, da vorne müssen wir auch wieder rechts ab. Deswegen fahren wir auf die rechte Spur, auch wenn die halb dicht geparkt ist hier.
So, und dann sind wir aus Jesse auch raus. Boah, ist das eine große Stadt, ne? Ja. So. Bisschen Bogen fahren wegen dem langen Popo. Läuft aber. Gut, gut. Ich finde das wirklich gut, dass ich quasi zwei Navis habe mit unterschiedlichem Zoomfaktor hier. Da kann ich da ganz gut was sehen und ganz gut navigieren. Das funktioniert eigentlich ganz prima. So. Alter, jetzt hier noch durch den Tunnel. Wenn du jetzt so ein riesen Ungetüm hast, kommst du hier gar nicht durch. Da ist dann natürlich die Frage, angenommen hat jetzt so ein riesen Apparat hin drauf, gibt es ja auch, ne? Gibt ja recht große Transporte. Ob das Navi das berücksichtigt? Ich glaube nicht. Dann steht man da plötzlich und sagt so, haha, da kann ich ja gar nicht lang. Da muss ich ja jetzt einen anderen Weg finden. So ähnlich würde ich mir das jetzt, um das mal in eine Realität, in eine realistische Szenario umzuformulieren, auch hierfür sagen. Ne? Da ist irgendwas, da kommen wir nicht durch mit dem schweren Ding. Was weiß ich, die Brücke da hinten, wo wir die fahren wollten, das, wo der immer abgestürzt ist, die packt es nicht oder so. Ne? So, jetzt müssen wir bald aufpassen. Da müsste jetzt, so wie ich das sehe, noch ein Stück so was kommen wie die Autobahn. Und dann fahren wir näher rechts ab. Und dann müsste auch das ganze Navi sich wieder ändern. Wir haben jetzt noch 3550 Kilometer. Und das müsste dann nochmal, ja, einen ganzen Tacken mehr werden. Da können wir wieder an eine 3,6 oder drüber kommen. Ist egal, ich will da lang. Na? So, jetzt kommt so ein Stück so was wie Autobahn. Da ist schon 15 Uhr. Schon der halbe Tag vergnisselt und wir sind kaum los, wenn man so will. So. Hier noch nicht. Auch wie schön das alles gemacht ist. Sieht man richtig. Mit viel Liebe zum Detail haben sie die Szenerie gebaut. Angelehnt an die Realität. So, jetzt müssen wir gucken. Da vorne kann man sehen, da ist die Abbiegung, in die wir reinfahren wollen. Jetzt geht erstmal die Autobahn zu Ende. So, geradeaus weiter ist der Bereich, von wo wir gekommen waren. So, hier müssen wir abbiegen. Aber erst bei grün! Ich fast die Ampel übersehen. Puh! Ganz schön Verkehr hier. So, grün wird's. Mal ein bisschen Bogen fahren. Dass wir den Popo auch rumkriegen, klappt gut. So, und siehste, hat er jetzt gemacht 3515, das ist gar nicht weiter. Also, ist doch nicht so ein nennenswert großer Unterschied. Ob wir sind einen halben Tag unterwegs und haben, ja, kaum was geschafft, ne? Aber ist egal. Das ist andersrum auch eine Strecke, die gar nicht so oft benutzt wird, denke ich mal. Geht aber ordentlich bergauf. Hoffentlich passiert das nicht wieder. Ja, das wird spannend, wenn wir wieder in den Bereich kommen, Richtung ukrainische Grenze, ob da vielleicht irgendwas anderes im Argen liegt, dass das wieder passiert. Kann ja sein. Ich fahre übrigens die ganze Zeit Vollgas, ne? Also mehr kommt da jetzt nicht raus. Das ist eine ordentliche Steigung. Die Physik ist ja hier auch ganz gut gemacht. Da ist ein Ortseingangsschild, aber ist doch gar kein Ort, oder? Ich sehe da so nichts. Wie heißt das hier? Kotari. Naja.
läuft das? Das ist auf jeden Fall alles neu. Die Strecke kennen wir nicht. Das hat auch was für sich. Und Kotari raus. War da überhaupt ein Haus? Naja. Wisst ihr mal, ne? Oder die haben die Schilder schon gesetzt und haben dann versäumt oder das dann doch nicht gemacht, da richtig den Ort nachzuempfinden. Den gibt es vielleicht in der Realität, dass da ein paar Häuser stehen und die haben sie sich dann irgendwie geschenkt oder, ja, oder vergessen. Kann sein, ne? Ja, oh, hier ist aber richtig viel Natur, ne? Landschaft, das finde ich schon ganz schön. So, dann suchen wir uns jetzt aber mal einen Platz, wo wir mal kurz anhalten können, weil die Zeit ist soweit durch. Ne? Ich muss jetzt so ein bisschen überlegen und schätzen, wie viel hatte ich schon aufgenommen, damit das so nicht zu lang wird. Also so 3/4 Stunde sollte eigentlich reichen. Und so in dem Bereich dürften wir auch sein für die Folge. Ich muss gucken, ich muss da eine Menge Schneiderarbeit machen. Naja, ist leider so. Aber hier ist jetzt Bürgersteig. Hier kann ich ja auch nicht anhalten. Da kommt ein Kreisverkehr. Den fahren wir noch. 16 Uhr, ja, ja. Aber schöne Gegend. Bei einer Straße, von der ich vermute, dass die vom Navi gar nicht so oft mit benutzt wird. Ja. So. Kommen wir hier rum? Ja, das passt schon, ne? Ah ja. So, ich bleib aber jetzt mal hier stehen. Auch wenn wir jetzt blockieren. Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Guck mal, da vorne kommt schon gleich die Grenze in die Ukraine. Wird es dann spannend, ob wir wieder Absturzprobleme kriegen oder ob das klappt. So, dann machen wir die rein. Ich würde hier den Warnblinker wohl anmachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der ganzen Probleme, die wir hatten. Und dann geht es beim nächsten Mal genau von hier weiter. Ja. Lasst mir noch ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal dabei und dann tschüss.